Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal Ori im Wald der Verzweiflungen und Irrwege. Wir waren ja letztes Mal so ein bisschen stehen geblieben und da wusste ich nicht mehr so richtig ein und aus, weil da ging es irgendwie nicht lang, da konnten wir nicht weit genug verspringen, da kamen wir her. Und dann saß ich so heute auf der Arbeit in der Mittagspause und dachte mir so, du hast da was vergessen. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich ja eigentlich gerne einen Triple Jump hätte, aber wir haben die ganze Zeit vergessen, wir haben ja noch, gucke hier, wir haben ja Kurus Feder noch. Und deswegen würde ich sagen, versuch mal jetzt mal, hier massiv weit zu springen. Aha, und schon läuft's. Cool. Und dann nehme ich das letzte Stückchen, das von unserer Sprungweite fehlt. Ja, und hier kommen schon wieder Monsters. Das letzte Stückchen, was von unserer Sprungweite fehlt, dann einfach mal gerade in die Monster zu investieren hier. Und dann mit Kurus Feder einfach den Rest weiter gleiten. Hat ja wunderbar funktioniert. Bilder sagen mehr wie 1000 Worte und die 1000 Worte bin ich ja gerade noch nicht mal groß losgeworden. So, ich glaube, die Monster da oben müssen wir mal nicht ständig aufräumen. Aber den da unten vielleicht, da wollen wir gleich bestimmt mal dran vorbei. So, der hier. Na komm schon. Ach, da sehe ich schon wieder Spikies. Nicht schön. Die ganzen Spikes. Und irgendwie, Ori geht's auch im Moment so gar nicht richtig gut. Wir haben gerade mal 2 Energiepunkte und 3 Lebensdingsbums-Energiepunkte hier. Oh, guck mal hier. Aber immerhin schon mal einen Schlüsselstein. Das ist doch schon mal großartig. Ja, komm, hier mal gucken. Ne, hier geht's. Was war das? Was war das? Hä? Moment, hier sind wir mal gerade nicht hergekommen. Das sieht ja ganz anders aus. Ih, das ist ein Vogel. Ach Mann, das ist ein Vogel und wir haben keine Lebensenergie, um uns wirklich mal mit dem anzulegen. Das heißt, wir müssen jetzt mal so ein bisschen hier rausloken. Ja, genau so hatte ich mir das nämlich nicht gedacht. Na gut, okay, dann können wir hier nochmal unsere Theorie unter Beweis stellen mit dem Flattermännchen. Großartig. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, die räumen wir gleich mal auf. Jetzt gehen wir mal eben ganz schnell hier das Steinchen holen. Oh, der Wald verändert sich. Also hier sind wir, also gerade eben haben wir es eindrucksvoll gesehen, ne? Wir sind da von diesen komischen Monstern runtergedingst hier, so, ne? Wo ich erst gesagt habe, da unten Spikies, wollen wir nicht lang. Und jetzt sind wir, hier sind zwar auch viele Spikes, die ich genauso wenig mag, aber die sind anders. Ah, guck mal, und den Vogel, der hat sich gleich ausgevogelt hier. Na, großartig. Guck mal, so langsam, ah, das ist schön. Schön ist ja auch, dass man beim Kaputtmachen, boah, Alter, was geht denn hier ab? Beim Kaputtmachen von die Monsters, ich glaube, hier segeln wir mal ein bisschen, nicht nur Erfahrungspunkte einsammelt, sondern ja auch Lebensenergiepunkte und so. Die gibt es ja immer wieder zurück. Hier, tun wir mal. Nicht speichern, weil wir keine Energie haben. Ach, Mann. Aber da oben ist ein blauer Kristall. Pass mal auf. Schwupp und passt. Großartig. Da befürchte ich, dass ich in der Nähe von Feinden kannst du keine Seelenverbindung eingehen. Naja, die schießen wieder so. Die schießen. So, kann zurückschießen. So, dann tun wir mal eben, jetzt wo das Monster weg ist, schnell die Seelenverbindung hier recyceln. Au, guck mal hier. Noch ein Dingens. Oh, da möchte ich jetzt nicht hoch. Da sind Spikies. Vom Nebel in die Irre geleitet, verliefen sie sich im Wald. Ach, das ist das. Dass der Wald sich hier ständig verändert. Dass hier das so knarzt und dann ist es hier irgendwie anders, wie es vorher war. Das soll so ein bisschen symbolisieren und bezwecken, dass wir uns hier gerade grandios verlaufen haben. Und ja, muss ich zustimmen. Muss ich zustimmen. Ich fühle mich hier gerade ein klein wenig verloren. Ich habe mich in der letzten Folge schon ein wenig verloren gefühlt, wo ich da gar nicht mehr so wusste, wo rechts und wo links. Weil ich einfach mal wieder, das passiert mir ständig. Wenn ich in solchen Spielen irgendeine neue Fähigkeit oder Fertigkeit oder so, wie zum Beispiel jetzt mit Mikurus Feder hier, dass man da so rumgleiten kann, das vergesse ich erstmal pauschal.
Bei den meisten Spielen ist es aber halt auch leider so, und das ist halt schön, das ist bei Ori anders. Bei den meisten Spielen ist es halt so, dass, was ist denn hier? Dass man diese Fertigkeiten gar nicht richtig wirklich braucht. Azus Fackel. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Das wäre großartig. Den Gedanken, den ich gerade eben nur noch kurz zu Ende bringen wollte. Viele Spiele, da kriegt man dann irgendwelche tollen Fähigkeiten und Fertigkeiten und muss die eigentlich gar nicht so wirklich einsetzen. Und dann vergisst man natürlich irgendwie total, dass man die hat. Und so geht es mir eigentlich ständig. Ich vergesse ständig, dass ich die habe. Hui. Mal eben schnell speichern. So, wie kommen wir denn da runter? Ja genau, kommen wir hier so. Batz. Ja, und deswegen habe ich auch Kuros Feder total vergessen. Bis es mir dann, wie gesagt, heute Nachmittag irgendwann mal eingefallen ist. So, Moment, da war was. Und das ist ja bei Ori auch schön anders. Die Fähigkeiten... Oh, hier ändert sich schon wieder alles. Die man so kriegt im Laufe des Spiels. Die muss man auch tatsächlich irgendwo mal einsetzen und anwenden. Weil es ohne die, ich meine, wie man ja gerade eindrucksvoll gesehen hat, so gar nicht weitergeht. Und das finde ich halt ziemlich schön. Ich meine, man vergisst dann natürlich so, wie ich am Anfang erstmal so ein bisschen, nö, haben wir nicht, keine Ahnung. Und wenn man sich dann doch mal eben ganz kurz dran erinnert, da war ja was. Nee, das war jetzt nichts zum Einsammeln. Das ist auch blöd, die Schüsse von den Gegnern mit einsammelbaren Dingern verwechseln und dann versuchen, die Schüsse einzusammeln. Auch nicht so der güldene Plan. So, was haben wir? Ja, ich komme ja auch ziemlich verloren. Vorher jetzt gerade so. Okay. Ah, guck mal hier. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal, das ist großartig. Hier haben wir zumindest schon mal wieder einen Punkt und die Seelenverbindung ist ready. Dann nehmen wir die direkt mal. Weil das, es kann nur fieser werden. Also, haben wir bereits festgestellt, wenn so ein, eine der Konstanten, ja, das, was ich gerade sagen wollte, hier eindrucksvoll bewiesen. Ich wollte gerade sagen, eine der Konstanten... Ah, jetzt kommen wir noch Viecher. Eine der Konstanten, die sich hier so bieten... Oh, das finde ich immer mehr. Es wird nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Es wird einfach immer schwerer. Oh, alter Schwede. Jetzt bloß gegen keinen Spike mehr, ey. Und ich wollte gerade sagen, schnell speichern. Nur so... Oh, und... Ach, oh Mann. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich... Ja, das habe ich... Nee, bitte nicht. Nicht nochmal. Die Spikes alleine wären ja okay. Die Spikes alleine wären ja... Ah, guck mal hier, das ist eine coole Möglichkeit, die Schüsse von denen zu entgehen, wenn man die einfach wegdodgt. Und nichts Blaues. Ich will nicht kaputt gehen, ich will nicht nochmal machen. Die Spikes da alleine wären ja gar nicht das Problem. Da kommt man ja mit der Feder relativ cool durchgesegelt. Nur die ganzen Monster dabei, das ist ein bisschen blöd. Und jetzt haben wir natürlich überhaupt keine Energie zum Speichern. Und wir haben natürlich auch... Nee, natürlich gibt es hier auch keine Seelenverbindung, die wir irgendwie recyceln können. Und wir haben gerade mal drei... Also ich glaube so, also ein, maximal zwei Treffer halten wir aus. Und danach dürfen wir da oben respawnen. Und an den ganzen Monstern da nochmal vorbei. So, komm, ich will hier erstmal aufräumen, bevor ich hier die Laternen hochkraxel. Oh, will ich hier erstmal... Nein! Für Ordnung sorgen! Sonst komme ich da ja nie hoch. Ja, na super! Boah, ich will die Dingens hier, das mit den Spikes und den Monstern gleichzeitig. Ich will das nicht nochmal machen. Nein. Bitte nicht. Nein. Verschone mich. Boah, das gibt's doch nicht. Wieso gibt's denn hier keine blaue Speicherenergie? Oh Mann, oh. Das ist aber jetzt blöd hier. Ja. So viele Monster. Ich hätte jetzt gern echt mal irgendwie einfach nur so einen blauen Kristall, damit ich mal eben ganz kurz einfach nur abspeichern kann. Dann wäre ich ja glücklich. So, ich glaube, da müssen wir gerade mal nicht hoch. Mal keine unnötigen... Ah, oh, da, oh, 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 oh. Ich muss jetzt nur mich mal einen ganz kurzen Moment nicht allzu dämlich anstellen.
Da oben ist ein blauer Kristall. Wenn wir den abgeerntet und eingesammelt kriegen. Und natürlich ist der umzingelt von Monstern. Großartig. Ja, nein, nein. Mach keinen Blödsinn hier. Oh, ein Punkt noch. Och Mann. Vor allem, wenn wir speichern, kriegen wir ja sogar noch zwei Dingsbums hier wieder zurück. Zwei Lebens. Ah, guck mal hier, Gott sei Dank, durch das eine abgeschossene Monster haben wir wenigstens mal wieder gekriegt. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Wie wir die. Nein, du sollst doch nicht zurückschießen, blödes Monster. Jetzt gehen wir mal hier unten hin. Jetzt muss da oben das Geblobbere noch wieder wegplatzen. Oh, warte mal, halt, stopp! Wir haben den Kristall schon abgeschossen. Schnell speichern. Puh. Da habe ich mir jetzt aber mal tief durchatmen verdient. So, das Monster möchte ich trotzdem noch eben ganz kurz. Die hier sind auch schon wieder. Ich glaube, von hier oben sind die vielleicht nicht ganz so schwierig. Gut, ich wollte gerade sagen, ich mache die vielleicht noch mal wegen der Erfahrungspunkte. Aber spare ich mir gerade mal. Bevor dann der Todescounter hier... Ja, großartig. Das ist ja wieder eine prima Stelle hier. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Am cleversten. Ah, warte mal, pass mal auf. Wir könnten das ganz clever machen, indem wir so tun. Jo, und jetzt hier vielleicht nicht sterben durch die Monster. Das wäre ein Plan, ne? Ist ja eng mit den ganzen Geschüssen hier. Ach Mann. Und noch mehr Spikies. Ja, wenn das mal kein perfekter Ort zum Abspeichern ist, dann wir sieht auch nicht. Boah, hier kriegst du ja echt Angst, dich auch nur irgendwie einen Millimeter in die falsche Richtung zu bewegen. So in die Richtung da zum Beispiel. Mann, 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 Mann. Neue Fertigkeit. Fähigkeit, was auch immer. Tatsu erklomm immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Das klingt nicht so schön. Aber gut für Ori, weil dann gibt es ja eine neue Fertigkeit. Und die sammeln wir jetzt mal ein. Ja, mal gespannt. Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du rechten Trigger drücken und halten. Wenn du an einer Wand bist, so kannst du an ihrer Oberfläche entlang laufen. Oh, klingt jetzt irgendwie so ein bisschen wie die Extended-Version vom Walljump. Ne? Hier, so, Walljump. Ganz cool, aber von Nachteilen behaftet. Und jetzt kann man hier... Oh, das ist ja cool. Einfach hoch und runterrutschen. Okay, das heißt eigentlich, dass... Oh, guck mal, das ist cool, ne? Jetzt in die Richtung. Hopp, geht's weiter. Ups. Was war das? Ja, damit hat... Wie geht's denn hier weiter? Damit hat sich der Walljump eigentlich erledigt, ne? Weil jetzt können wir klettern. Super. Drücke und halte rechten Trigger, wenn du an einer Wand bist. Hier ist keine Wand. Da sind Spider. Da sind Spy... Oh. Ah. Ah! Schön. Wand, aber Wand geht weg. Pass mal auf. Aber wir machen mal. Hochgesprungen, Wand. Kann, wir mal versuchen mal mit Anlauf hier. Boah, wenn das jetzt schief geht. Nein, es funktioniert. Cool. Ich freue mich so. So, den können wir hier. Den kennen wir. So, den machen wir noch eben hier. Ah, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt erhalten. Großartig. Und den damit verbundenen Kavums, der hat leider nicht alle... Was ist denn hier oben? Wo geht's denn jetzt weiter? Rätselrum geht's weiter. Und Hocherum geht's weiter. Ich würde sagen... Nein, 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 ich will doch nicht. Achso, aber guck mal hier, wir haben durch den... Aus irgendeinem Grund haben wir jetzt wieder alles voll. Lebenspunkte voll, Energiepunkte voll. Weiß ich nicht, passiert das, wenn man so ein... Da habe ich die ganze Zeit noch gar nicht drauf geachtet. Passiert das, wenn man so einen Fähigkeitenpunkt kriegt? Kriegt man dann noch alles voll? Oder ist das noch von... Ah ne, das ist, als wir die Fertigkeit... Oh, hier waren wir doch gerade eben schon mal. Ne? Meine ich das nur, oder kommt mir das hier gerade bekannt vor? Ach so, der Knopf hier. Ich drücke hier mal wieder
Das haben wir ja schon festgestellt, da bin ich ja gut drin. Immer die falschen Knöpfe drücken. Und dann noch in die Spikes rein. Ja, super. Super, da habe ich mal... Pass mal auf, ich... also in der Nähe von Feinden können wir nicht. So, jetzt sind ja keine Feinde. Hier mal eben ganz kurz speichern. Ja, ich demonstriere heute wieder eindrucksvoll, wie unglaublich gut ich diese Spiele spielen kann. Und, ich will hier hoch. Nicht kaputt gehen. Nicht kaputt gehen. Monster kaputt machen. Ja, kaputt gehen nicht. Guck mal, hier ist nämlich noch was. Was? Ach so, gespart. Nee. Siehst du? Schon wieder falscher Knopf gedrückt. Aber ist egal. Wenn man bei Ori 1 nicht oft genug tun kann, dann speichern. Ich denke mal, da wird mich jetzt keiner für verurteilen, dass ich da jetzt gespeichert habe. Das dürfte schon alles okay sein. So. Was war denn mit dieser Fackel? Wir müssen doch, wir haben doch da diese Fackel gefunden, die wir zu der Fackel bringen müssen. Nee, die Fackel zur Laterne. Aber ich glaube, dahin sind wir auch gerade unterwegs. Ah so. Grünes Rollsteinmonster. Na gut. Sammeln wir den Spaß hier nochmal eben schnell wieder ein. Und versuchen jetzt mal halbwegs unbeschadet hier durchzukommen. So. So, jetzt war da hinten irgendwie dieses komische grüne Kugelmonster. Was stellen wir denn mit dem an? Ah. Okay, hat uns auch ein bisschen wehgetan, aber Monster ist auch erstmal weg. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Was ist das? Wieso? Die können doch... Aha, und dann da oben... Boah, die gehen immer wieder weg, die Drecksdinger. So, pass auf, der da oben wird... So, nein, das bedeutet unser Ende. Ja, okay. Gut, der da oben wird zur Wand. Achso, und dann darf ich nicht versuchen, Double Jump zu machen, weil immer wenn man... Ah, guck mal, bei jedem Springen. Die gehen beim Springen weg, die kommen beim Springen wieder. Die gehen beim Springen weg, die kommen beim Springen wieder. Und wenn man einen Double Jump macht... Nö, reagieren die da. Aber trotzdem irgendwie reagieren die da nicht so, wie ich das gerne hätte. Das heißt, da muss ich dann... Doch, pass auf. Hoch und dann festhalten. Oh je. Und jetzt da hoch. Oh, Alter. Nein! Oh, nein, das geht schief. Da habe ich aber nicht unterschrieben. So, okay, pass auf. Nochmal. So, und jetzt springen wir hier hoch, halten uns hier mit der Kletterfunktion fest. Und jetzt hoffe ich, dass wir dieses Monster hier überleben. Ja, meine Hoffnung war gänzlich unbegründet. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie wir da hochkommen. Allerdings, wissen heißt noch lange nicht machen. Kann man den nicht irgendwie von hier schon abschießen? Nee, ne? Okay, pass auf. Genau, kann man hier. Ich versuche mich mal. Ja, da sind irgendwas Spikies oder so, keine Ahnung. Och Mann! Boah, dieses dämliche Monster. Dieses dämliche Monster. So, pass mal auf. Jetzt machen wir hier nochmal. Und jetzt kann man natürlich da oben auch nicht speichern, ne? So nach dem Motto, dann müssen wir hier nicht immer lang klettern. Weil in der. Na, was ist das denn? Nein! Also jetzt ist gerade mal irgendwie grandios wieder alles schief gegangen. Na, oh, natürlich. So. Wenn dieses Monster da nicht wäre, wären wir ja schon... Ah, ey, was ist das? Wieso? Was gibt's da nicht? Wieso springt der? Ich habe keinen Knopf gedrückt, ganz ehrlich. Ich habe nicht einen einzigen Knopf gedrückt. Und der springt da hoch. Das, So, jetzt... Oh. Okay, ich würde sagen, das bringt hier gerade nichts mehr. Irgendwie sind mir hier gerade die Finger verknotet. Ich versuche es jetzt noch einmal. Und dann scheitern wir wahrscheinlich eh wieder an dem Monster da oben. So, guck mal hier.
haben einfach nicht... Ja, super, da wollte ich dann dodgen, geht auch nicht. Na gut, okay. Dann machen wir an der Stelle hier ein kleines Poiskin. Ich muss mir mal irgendwie überlegen, wie ich dieses Viech da oben kaputt kriege. Vielleicht auch mal ein bisschen üben. Das ist mal wieder, das ist blöd. Also vielleicht mal auch vielleicht einfach irgendwie, wir haben noch ein paar Energiepröpfel, vielleicht ein paar Mal mehr speichern. Obwohl doch, warte mal, das können wir noch mal eben, das könnten wir mal eben, pass mal auf. Wir probieren mal eben Folgendes. Wir speichern mal eben ganz kurz hier ab und dann speichern wir eben ganz kurz. Achso, da müssen wir mal ein bisschen warten, bis die Seelenverbindung wieder bereit ist. Lalalala, schubidubidu, Seelenverbindung bereit. So, dann speichern wir hier auch nochmal. Plopp. So, einen sparen wir uns. Weil jetzt haben wir ein paar Lebenspunkte mehr, weil wir haben ja dieses Ding. Ah, Moment. Wir haben ja dieses Ding da gedingst. Diese Steigerung, Erweiterung, Fähigkeit. Dass jedes Mal, wenn wir eine Seelenverbindung eingehen. So, komm, jetzt hier einfach mit brutaler Gewalt wir auch zwei Lebenspunkte zurückkriegen. Schön. Und das wird nicht schön. Oh, wird das nicht schön. Und ich wage zu bezweifeln, dass der eine Lebenspunkt, den wir hier haben, reichen wird. Gut, okay. Dann machen wir an der Stelle jetzt tatsächlich ein kleines Päuschen. Und dann schauen wir mal, ob ich es denn in der nächsten Folge schaffe. Durch diese Zickzack-Spike-Wände sind ja eh nicht so mein Ding. Und dann gucken wir mal, ob ich es vielleicht irgendwie schaffe, hier unbeschadet hochzukommen. Ich wage es zu bezweifeln, aber ob das tatsächlich passieren wird, das, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja, immerhin sind wir ein klein bisschen weitergekommen, ist ja auch schon mal ein Anfang. Jetzt hängen wir natürlich wieder fest, allerdings wissen wir diesmal zumindest, wo wir lang müssen. Wir sind also quasi schon mal ein bisschen weiter wie als beim letzten Mal, weil man weiß zumindest, wo man lang muss. Man weiß halt nur nicht, ob man es unbedingt denn auch schaffen tut. Naja, wir werden sehen. In der nächsten Folge wird es sich dann zeigen, wie viele Versuche ich brauchen werde, um diesen Spike-Dingsbums da berg hochzuklettern. Ob es sich noch im oberen zweistelligen Bereich befindet oder ob es denn vielleicht doch schon in den mittleren dreistelligen reingeht. All das und wer weiß was noch alles in der nächsten Folge von Ori and the Forest of the Evil Spikes. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss.